Samstagmorgen 10.30 Uhr auf dem Hamburger Berg, einer Seitenstraße der Reeperbahn. Im legendären Elbschlosskeller macht Barbetreiber Daniel gerade Inventur. Krass, die haben jetzt aber den Laden leergefegt. Hast du Cider verkauft? Gar nichts, ne? Weil ich die nicht gezählt habe, genau. Wir haben jetzt gerade Schichtwechsel und da wir 24 Stunden geöffnet haben, muss das immer im laufenden Betrieb geschehen. Das heißt, die Leute wollen immer noch bedient werden. Währenddessen muss ich einmal zählen und Arno zählt die Kasse. Während Daniel drinnen arbeitet, ist für andere draußen die Party noch immer nicht vorbei. Wir sind seit 21.30 Uhr unterwegs. Ja. Wir waren tatsächlich mal eine Gruppe von fast 12 Leuten, nee, mehr. Wir waren schon mehr Leute zwischendurch. Ja, und wir sind halt die Übergebliebenen und dann ist das so ein Geschwisterding. Da haben wir gesagt, bleiben wir halt einfach hier, ne? Ja. Hier kann man sehr gut versacken. Also versacken kann man hier super. Ja. Richtig gut. Schon als Kind ist die Kiezkneipe seiner Eltern Daniels zweites Zuhause. Inzwischen steht er seit mehr als 20 Jahren als Betreiber und Wirt des Elbschlosskellers hinter dem Tresen. Alkohol und Party gehören lange Zeit zu seinem Alltag. Was kann ich euch Gutes? Dann nehmen wir zwei Kiezflischen und einen für dich. Okay, dann nehme ich aber eine Zelda. Nee, wenn, dann kriegst du Schnaps mit uns. Nee, das geht nicht, Dann komme ich nicht nach Hause, das funktioniert nicht. Ist doch scheißegal, du kriegst doch den Weg nach Hause. Machen wir. So, muss eine Zelda sein, sonst hat mein Sohn nichts von mir. Ist okay, ja? Danke. Prost. Ein Jahr lang will Daniel ohne Alkohol leben. Ein guter Vorsatz, den er allerdings schon nach wenigen Monaten bricht. Ich krieg das jetzt aber ganz gut auf die Reihe, wenn ich nur noch an Orten trinke, wo ich zum Beispiel mit Susanne alleine bin, also im Urlaub oder bei meinem Nachbarn mal nach Feierabend, aber auf der Reeperbahn gar nicht mehr. Dafür habe ich hier zu viel Verlockung und habe das hier auch zu lange gemacht. Ich bin und bleibe ein Feierprinz und weil ich noch was von meinem Sohn haben möchte, einfach hier nicht trinken. Tagschichten sollen ihm dabei helfen zu widerstehen. 12 Stunden am Stück arbeitet der 37-Jährige in der Vergangenheit täglich im Elbschlosskeller. Hat kaum Zeit für seine Lebensgefährtin Susanna und seinen 11-jährigen Sohn Lennox. Ich habe ja normalerweise immer Nachtschicht gehabt, da habe ich es aber teilweise nicht geschafft, dem Alkohol zu widerstehen. Und dementsprechend trickse ich mich jetzt selber aus. Wenn ich bis 14 Uhr arbeite, gehe ich um 14.30 Uhr raus, bleib nüchtern, weil ich meinen Sohn noch sehe. Für die Spätschichten möchte Daniel eine neue Tresenkraft einstellen. Ex-Prostituierte Frances hat deswegen später einen Termin mit ihm. Auf dem Hamburger Berg, direkt um die Ecke der Reeperbahn, befindet sich der Elbschlosskeller. Er gilt als härteste Kneipe Hamburgs, die niemals schließt. Meister, kannst du mal hier frei? Jägermeister, bloß klar machen. Ja. Betreiber Daniel hat jetzt ein Vorstellungsgespräch. Der 37-Jährige möchte beruflich kürzer treten und sich mehr um seine Familie kümmern. Setz dich an den Tisch. Die 33-jährige Ex-Prostituierte Frances hat sich hier initiativ beworben. Sieht ein bisschen chaotisch aus, weil die Putzfrau noch nicht da war. Und das ist auch eben typisch Elbschlosskeller. Es kann passieren, dass du, wenn du hier arbeiten solltest, reinkommst und der ganze Laden Kopf steht. Wir haben immer geöffnet. Leider ab und an Ausfälle. Ne, weil die Leute auch alle was trinken und eine harte Karriere oder harte Vergangenheit hinter sich haben. Also weißt du überhaupt, worauf du dich einlässt? Das habe ich schon gehört, auch im Fernsehen bzw. auf YouTube gesehen halt, über den Elbschlosskeller schon lange her. Aber gerade das finde ich auch so derbe interessant hier halt. Genau, das findest du anziehend. Ja, genau, ja, finde ich gut. Das Dreckige, die Leute, die Geschichte. Für viele Gestrandete ist der Elbschlosskeller ein Zufluchtsort. In den letzten 20 Jahren hat Daniel hier viele Ausschreitungen miterlebt. Also speziell Elbschlosskeller musst du mit allen Wassern gewaschen sein. Du darfst keine Scheu haben vor Körperflüssigkeiten, vor Körperkontakt. Auch mal vielleicht lauter zu werden, jemanden wegzuschieben, gerade als Frau, ne, wenn die sich dann andrängen. Das ist am Anfang ganz normal, dass sie dann gucken, kann man es mit ihr machen. Und dann muss sie dann einmal harte Kante zeigen. Ne? Na aber, dann lass uns. Ich geh mal voraus. Daniel muss wieder hinter den Tresen. Berührungsängste hat Frances nicht. Sie feiert spontan mit den Gästen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, das ist Tina. Doch im Keller kommt es auch oft zu Grenzüberschreitungen. Der Mann hinter Frances nähert sich ihr und greift ihr an den Po.
Digga, ob lustig oder nicht, wenn du hier nochmal einen Arsch fasst, fängst du einen. Hast du das verstanden? Ja? Alles gut. Mach ich nicht mehr, wenn ich's mach, versack ich. Eigentlich ist Mittrinken Pflicht, Mitsaufen verboten. Das ist ein Credo von meinem Vater noch, weil du halt auch Stimmung machen musst. Leute animieren, pussieren. Gerade wenn du richtig Party hast, das kann ein paar hundert Euro ausmachen, ob du mittrinkst oder nicht. Francis will nach wie vor hinter der Bar des Elbschlosskellers anfangen. Dafür muss sie im Schichtdienst arbeiten und sich Respekt bei den Gästen verschaffen. Ich finde es einfach mega interessant, was für ein Klientel da ist. So wirklich auch alles Mögliche halt. Ne? Jeder hat so seine Geschichte, man kommt ins Gespräch und das finde ich einfach immer sehr interessant halt. Ne? Ich glaube, man braucht auch viel Einfühlungsvermögen, um da zu arbeiten halt, aber auch Durchsetzungskraft. Und ich glaube, das wäre voll meins halt. Für Daniel wäre weiteres Personal eine echte Erleichterung. Schon morgen will Francis hinter der Bar zur Probe arbeiten. Ich liebe das Leben. Die gelernte Hotelfachfrau hat heute ihre erste Schicht im Elbschlosskeller. Die Kneipe ist seit 70 Jahren für viele Obdachlose und Alkoholiker ein Treffpunkt auf dem Kiez. Ich denke mal einfach, die größte Herausforderung wird einfach sein, weil da hauptsächlich Männer arbeiten, hauptsächlich Männer sind, sich als Frau durchzusetzen. Wird sich Francis heute beweisen können? Eine 8-Stunden-Schicht liegt vor der 33-Jährigen. Barbetreiber Daniel wird sie heute noch begleiten, um zu sehen, wie sie zurechtkommt. Hi! Moin! Schön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Und aufgeregt? Total. Kannst du mal zwei doppelte Wodka da reinknallen? Alles klar. Das ist ein Zapfsystem, genau, gedrückt halten. Das kenne ich. Haben die so einen Leerpump. Musst du darauf achten, dass auch Schnaps drin ist. Sonst geht das auf unsere Kosten, ne? Alles klar. Viel Zeit zum Erklären bleibt nicht. Francis wird direkt ins kalte Wasser geworfen. Hier, vor dir. 29 Grad, danke. Digga, verpiss dich! Sieh zu, dass du Land gewinnst! Der Mann ist in der Vergangenheit schon mehrfach aufgefallen, weil er Gäste belästigt hat. Seitdem hat er Hausverbot. Daniel regelt das auf seine Weise. Digga, sieh zu, dass du Land gewinnst, Alter. Das Bier gibst du her. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Verpiss dich. Aus ihrer Zeit als Prostituierte hat Francis mit betrunkenen Männern Erfahrung. Bis vor 3 Monaten noch hat sie angeschafft. Erst die Kondome anziehen, ne? Das kannst du noch wegen früher, ne? So gut. Ich hab das nie gemacht. Ich hab Ach noch so, nie immer ohne Gummi. Alter, halt dein Maul, ey. Ich hab noch nie einem Typen Kondome aufgesucht. Das hab ich immer selber gemacht. Weil ich ja sonst so eine lange Nägel hab. Während Daniel Mittagspause macht, muss die gelernte Hotelfachfrau allein die Bar schmeißen. Ihre erste große Bewährungsprobe. Im schlimmsten Fall könnte es passieren, dass sich hier welche anfangen zu schlagen, dass jemand nach mir was schmeißt, zum Beispiel. Der 37-Jährige steht seit fast 20 Jahren hinter dem Tresen des Elbschlosskellers. Er weiß, wie hart es dort zugehen kann und erwartet deshalb viel von seinen Angestellten. Dass sie mit allen Leuten kann, dass sie keine Berührungsängste hat durch die Tatsache, dass wir eben 24 Stunden geöffnet haben und sich bei uns wirklich alles trifft. Kann es auch mal sein, dass du dann 5, 6 Hochverbrecher im Laden hast und da muss man dann schnell dazwischen gehen, wenn jemand sich am Schwächeren vergehen möchte oder einen Taschendiebstahl begehen will. Wird Francis auch ohne Daniels Unterstützung hinter der Bar zurechtkommen? Im Elbschlosskeller, der legendären Kneipe unweit der Reeperbahn, schmeißt Francis zum ersten Mal die Bar alleine. Ich möchte nur wissen, ob was leer ist, Kinders. Ich liebe ihn. Das ist schön. Wahre Liebe gibt's nur unter Männern. Barbetreiber Daniel kommt von seiner Pause zurück. Genau, und die Wodka einfach auch. Hast du schon drauf, super. Ja, ja, hab ich drauf. Super. Ich weiß. Aber hochstellen, aber hochstellen. Der 37-Jährige schaut Francis heute ganz genau auf die Finger. Und was er sieht, gefällt ihm. Sie kann sich durchsetzen, hat eine große Klappe, hat ein großes Herz. Das passt auf jeden Fall, die passt hier rein. Christian! Christian! Zieh dich an, Mann! Spontan nackt!
Er wollte auch mal zeigen, was er hat. Bis in den Abend hinein arbeiten Francis und Daniel Seite an Seite. Nach 8 Stunden hat die 33-jährige Ex-Prostituierte ihre erste Schicht überstanden. Heute war echt mega anstrengend. Man merkt halt so Anfang des Monats halt, ne, Geld kam. Und zwischendurch, also die Zeit heute ging echt super schnell rum. Wir hatten zwischendurch wirklich mal so 1 Stunde kurz Ruhe. Mhm. Und dann auf einmal bam, 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 es kam Schlag immer mehr. Ja, und jetzt ist die Bude so voll. Ja. Und das schlaucht halt. Daniel hat Francis heute während ihrer Schicht genau beobachtet. Seine Entscheidung, ob er sie einstellen möchte, hat er schon getroffen. Sie passt super ins Team. Ich brauche ihr nicht viel zeigen, als wäre sie schon ewig da. Also ich möchte sie jetzt schon nicht mehr missen. Der Familienvater ist glücklich, jemanden gefunden zu haben, der ihn beruflich entlastet. So kann er sich mehr um seine Familie kümmern.